Genau, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit der Digitalisierung, bist unser Meta-Koordinator im Bereich eKult und gehst auch auf viele Tagungen, die zu diesem Thema, hast auch schon einige Veranstaltungen dazu gehalten. Und deshalb sind wir gespannt, was du heute für uns, für welche Thesen du uns heute präsentieren wirst. Und dann damit übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank, Birgit, und vielen Dank für die Möglichkeit, hier nochmal eine Fortsetzung zu machen. Du hattest es ja schon erwähnt, wir hatten gar nicht alle 10 Thesen geschafft im Januar und deswegen hier nochmal das, ja, die Fortsetzung. Und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ja, das Ganze wird so sein, dass ich nicht 45 Minuten referiere und Sie dann alle geplättet nach Hause gehen, sondern wir wollen es interaktiv machen und so ein bisschen auch, dass Sie darüber entscheiden können, worüber wir heute sprechen. Das hatten wir beim letzten Mal auch gemacht. Deswegen ja, würde ich Sie gern einladen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Also welche der 7 übrig gebliebenen Thesen finden Sie denn am spannendsten? Worüber würden Sie gern diskutieren? Sie können die Umfrage schon ausfüllen, ist kein Problem. Ich mache noch ein kurzes Intro, das geht ganz schnell. Also nochmal, worum es heute geht. Warte mal, geht es so ein bisschen darum. Peter, wie viele Stimmen haben die Personen, die abstimmen? Nur eine oder es sind ja mehrfach Antworten möglich? Wir hatten. Ja, man kann ruhig mehrere Sachen ankreuzen. Okay. Ja. Wenn man 3 oder 4 Thesen spannend findet, dann kreuzt man eben die 4 an, die man spannend findet. Ja, also mir geht es darum, dass wir heute ein bisschen die Köpfe zusammenstecken, ein bisschen diskutieren, uns austauschen und vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich habe ein paar Thesen mitgebracht, wie das letzte Mal. Die müssen nicht auf Zustimmung stoßen, also da erwarte ich auch so ein bisschen Widerspruch. Und wenn Sie eine 10., eine 11. oder 12. These haben, dann gerne hier reingeben. Dann können wir mit der Gruppe drüber diskutieren. Das ist eigentlich das Schöne, das Interaktive an diesem Webinar. Mir geht es auch ein bisschen darum, ein paar Mythen zu zerkloppen. Also man hat ja immer im Bereich Digitalisierung so viele Schlagwörter oder Phrasen, will ich mal sagen, die man so oft hört, und das mal so ein bisschen abzuklopfen und zu gucken, was ist da eigentlich dran, oder kann man das auch differenzierter sehen, das soll auch so ein bisschen heute Ziel sein in diesem Webinar. Das alles ist nicht der Weisheit letzter Schluss, also da, das ist nicht in Stein gemeißelt, da können Sie gerne Weiterentwicklung vorantreiben und wir gucken dann einfach mal, ja, was wir an neuen Erkenntnissen gewinnen. Und eine Anmerkung vielleicht noch, ich bringe ein paar Beispiele aus dem Wirtschaftskontext, das hängt so ein bisschen mit meiner Vergangenheit zusammen. Ich glaube aber, dass das gut übertragbar ist auf die Hochschulen, also dass bestimmte, sage ich mal, Grundsätze oder Prinzipien, die wir im Wirtschaftsleben durchaus beobachten können, dass man die auch übertragen kann auf das System Hochschule. Nicht alles 1:1, aber so gewisse, ja, Prinzipien oder Grundlagen. Da können wir auch gerne dann drüber diskutieren. Ja, das vielleicht als Intro. Ansonsten entspannen Sie sich und genießen das heute und ja, nehmen Sie gern an der Abstimmung teil. So, Birgit, jetzt komme ich nochmal auf dich zurück. Ich denke, alle haben soweit schon abgestimmt. Genau, oder? Aber oder? Jürgen Sackbruck hat noch eine Frage. Was waren noch einmal die ersten 3 Thesen? Ich kann sie gerne. Das kann ich sagen. Ich gucke mal schnell auf den Screenshot vom vergangenen Webinar. Das war, Digitalisierung muss einen Mehrwert erbringen. Durchaus strittig. Ne? Dann hatten wir, Digitalisierung braucht einen Plan. Da ging es ein bisschen um Strategien, Digitalisierungsstrategien, die jetzt an den Hochschulen vermehrt auftauchen. Und Digitalisierung ist keine technische, sondern eine kulturelle Revolution. Auch eine starke These, wie ich finde. Und darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Und wer sich das angucken möchte, der sei auf die Aufzeichnung verwiesen. Aber Jürgen wusste das ja auch noch. Ich war im Chatzi. Sehr gut. Na, das war so mehr geraten, glaube ich, mit dem Fragezeichen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Umfrage, da verändert sich nicht mehr so viel, genau. Oder? Ja, dann haben wir ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Und zwar der Punkt 7 verlangt Flexibilität, Agilität. Aha.
Und wir haben den ersten Trendstudierende von ihren Hochschulen gleich Oh aus ja. mit, ist Chefsache. Genau, das sind erstmal die drei, die wir angehen, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, ob wir noch mehr schaffen. Genau. Ich habe Birgit auch versprochen, dass ich mich kürzer fasse. Also beim letzten Mal habe ich vielleicht ein bisschen viel geredet, aber ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Dann hast du schon eingefroren, ne, die Umfrageergebnisse? Nein, habe ich noch nicht. Jetzt ist es eingefroren. Supi. Dann starten wir doch mal direkt mit These Nummer 7. Ja, Digitalisierung verlangt Flexibilität und Agilität. Das sind auch immer so Schlagwörter, die man im Zuge der ganzen Entwicklung im digitalen Zeitalter hört. Gerade morgen ist auch eine spannende Konferenz in Koblenz zum Thema Agilität an Hochschulen. Also das kommt immer so mit im Gepäck, sage ich mal, der Digitalisierung. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Organisation, sondern auch auf Führungskräfte und Mitarbeitende. Und die Frage ist natürlich erstmal, was heißt das jetzt konkret? Ne? Agilität, das hört man oder liest man öfter mal. Und eigentlich kann man es auf einen Punkt bringen. Das kommt aus der Softwareentwicklung und das heißt, die Entwicklungszyklen sollen möglichst kurz gehalten werden. Also man soll relativ schnell in eine Praxisphase kommen und die Prototypen oder die Sachen, die Methoden, die man sich ausgedacht hat, relativ zügig auch in der Praxis testen, um dann eine schnelle Rückmeldung zu kriegen vom Kunden. Ich sage es jetzt mal so, man kann es natürlich auch auf die Hochschule beziehen, also Studierende oder Lehrende, je nachdem, welche Zielgruppe man hat, dass man da relativ zügig eine Rückmeldung bekommt und dann in einen nächsten Kreislauf geht, um das Produkt weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich kein Wunder, dass das jetzt im digitalen Zeitalter auch wieder mehr aufploppt und auch in andere Bereiche rüberschwappt. Das ist so ein Phänomen, sage ich mal, was mit Digitalisierung immer bekommt, und das ist eben auch spannend, was macht das eigentlich mit den Hochschulen, welche Prozesse werden da überprüft. Ein anderes Konzept möchte ich Ihnen auch noch näher bringen, das ist die sogenannte Pfadabhängigkeit. Was heißt das jetzt? Das kommt so aus den Sozialwissenschaften, und da hat man eben Prozesse sich angeguckt, die einem Pfad ähneln. Und da gibt es auch mal Kreuzungen oder Abzweigungen. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man eben nicht so schnell mehr nach rechts oder links abbiegen kann. Und da gibt es so ein Phänomen, das nennt sich Lock-in. Also da ist man relativ festgelegt auf den Weg, den man eingeschlagen hat. Und selbst wenn es jetzt einen anderen Weg gäbe, der besser zum Ziel führt oder billiger ist oder so, die Wechselkosten sind so hoch, dass man auf dem eingeschlagenen Pfad bleibt. Und das Interessante ist, gerade technische Entwicklungen neigen zu Pfadabhängigkeit. Das ist viel mehr als bei anderen Prozessen. Beispiele dafür sind zum Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich, diese Tastatur, also die Buchstaben, dieses QWERTY, also mit dem Q, W, E, R, T, Y und so weiter. Das war im mechanischen Zeitalter, sage ich mal, eine Notwendigkeit her, einfach von der Schreibmaschine, wie der Anschlag dort ist. Und das hat sich einfach ins digitale Zeitalter rüber gerettet, obwohl es gar nicht mehr notwendig war. Also man hätte die Buchstaben auch anders anordnen können. Anderes Beispiel für Pfadabhängigkeit ist damals der VHS-Standard gewesen. Also es gab ganz viele andere Verfahren damals, die besser waren zur Videoaufzeichnung, aber VHS hat sich durchgesetzt und alle Hersteller mussten dann im Prinzip diesem Standard folgen. Und das ist so ein Login-Moment. Da kommt man eben vom eingeschlagenen Pfad nicht wieder runter. Jetzt will ich Ihnen keine Angst machen. Also ich bin auch der Meinung, in 20 oder 30 Jahren wird es auch noch Hochschulen geben. Aber mit der Digitalisierung haben wir eine höhere Geschwindigkeit in der technologischen Entwicklung. Und solche Login-Momente können früher und schneller kommen. Und dann ist eben die Frage, wie reagiere ich darauf als Hochschule? Also es kann meines Erachtens, das wäre jetzt die These, können sich schneller Standards entwickeln, von denen man dann nicht mehr runterkommt und wo man dann so ein bisschen pfadabhängig wird. Und da ist eben meine These, gucken Sie ein bisschen in die Landschaft, was so passiert, machen sich nicht pfadabhängig, gucken Sie auch mal, bleiben Sie offen für Neues und beobachten Sie so ein bisschen Ihre Umwelt.
Nicht krampfhaft an bestimmten Sachen festhalten, nur weil die einmal erfolgreich waren. Das kann sich relativ schnell ändern oder es können neue Bedürfnisse auftauchen. Da flexibel bleiben, agil bleiben, gucken, experimentieren, ausprobieren. Vielleicht muss man ab und zu mal auch was Neues einsetzen. Sie kennen das wahrscheinlich. Erfolgreiche Entwicklungen sind manchmal auch Nebenprodukte von Experimenten, die häufig gescheitert sind und nebenbei fällt dann was ab und dann merkt man, ach Mensch, das ist ja interessant, das verfolgen wir jetzt mal. Also ganz wichtig, im Zeitalter Digitalisierung haben Sie Ihre Kunden im Blick. Ich sage jetzt mal so Kunden, also bezogen auf Hochschulen sind das eben die Studierenden. Also gucken Sie so ein bisschen, warum nutzen die bestimmte Tools und warum nutzen die bestimmte Tools nicht. Das Witzige ist nämlich, die Nichtnutzung ist der Normalfall. Also da mal rausgehen in die reale Welt, vielleicht eine Befragung machen oder einen Workshop machen. Es gibt ja auch ganz tolle partizipatorische Ansätze, auch mit Design Thinking oder so, mit den Studierenden zusammen was entwickeln und eigentlich genau das Ohr haben bei den Studierenden, was wollen die eigentlich, was brauchen die. Und nach innen für die Organisation, da kann ich Ihnen einen Artikel empfehlen von Oliver Schmidt, auf der Seite des Hochschulforums Digitalisierung. Da geht es um Selbsterkenntnis und gute Führung als Voraussetzung für gelingende Veränderungsprozesse. Und das ist ganz spannend, also empfehle ich zur Lektüre. Der sagt ganz klar, organisatorische Veränderungsprozesse gerade in der Digitalisierung können nicht von oben, also nicht top-down verordnet werden, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zwingend mit einbezogen werden und man muss ein gemeinsames Verständnis entwickeln innerhalb der Organisation. Und das ist extrem wichtig, die Leute da einzubinden und eben flexibel und agil zu bleiben. Das vielleicht als Input zu dieser These. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Diskussion. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon mal Erfahrung gemacht mit die Digitalisierungsvorhaben oder Projekten, die ins Leben gerufen wurden an der eigenen Hochschule, am eigenen Standort und kann vielleicht auch von Sachen berichten, die sich als Sackgasse erwiesen haben oder so. Dann können wir mal drüber diskutieren. Birgit, da hat sich jemand gemeldet. Dein Ton ist aus. Das stimmt, mein Ton ist aus, aber der Ton von Jürgen Sackbruck sollte an sein, weil er hat zumindest die Möglichkeit dazu. Das Mikrofon müsstest du aktivieren können. Hallo, Herr Sackbruck. Ah. Gibt es? Neuer Rechner. Gut, dann doch vielleicht besser im Chat. Das ist so in einer Live-Veranstaltung völlig normal. Technik funktioniert nicht immer. Sie kennen das vielleicht auch vom Radio, von Deutschlandradio Kultur oder so, wenn dann Teilnehmer anrufen. Aber Herr Sackbruck schreibt schon im Chat. Und wir werden das auch trotzdem jeweils immer wieder weiter anbieten, dass man das Mikrofon aktivieren kann, weil ich glaube, das ist schon auch schön, wenn man sprechen kann und nicht nur schreiben kann. Ganz genau. Jürgen, dann nehme ich dir jetzt das Mikrofon wieder weg. Ja, also es geht ja um Ihre Beteiligung. Genau. So, Herr Sackbruck schreibt, die Lehrenden sind keine Millennials, die Studis schon. Wie mit dem Kulturunterschied umgehen? Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich gebe das einfach mal an die Gruppe. Also, die Teilnehmenden können gerne mal schreiben, wie sie damit umgehen würden. Ich habe da auch eine Meinung dazu, aber ich muss ja nicht immer reden. Deswegen gerne mal im Chat posten, wie erleben Sie das Spannungsfeld zwischen Lehrenden und Studierenden? Oder gibt es da überhaupt eins? Also wir hatten es ja in einem anderen Webinar schon mal, das Thema Digital Natives. Sind die eigentlich so kompetent, Millennials? Herr Weinmann schreibt, meine Erfahrung, es benötigt Aktivierungsenergie, um erstmal die Lehrenden, ja, sind ja auch nicht alle so, dazu zu bewegen, digitale Medien einzusetzen.
Danach braucht es noch höhere Aktivierungsenergie, um andere Medien zu erlernen. Ja, dem kann ich zustimmen. Also das ist immer so eine Art, man muss erstmal ganz viel Aufwand betreiben und Energie reinstecken, um es überhaupt ins Laufen zu kriegen. Herr Kiel schreibt und viele andere schreiben noch. Wir warten mal ab. Also ich würde ja sogar die These vertreten, der Unterschied ist gar nicht so groß in der Kultur. Also die Digital Natives, die sogenannten, die wundern sich ja mal selber, dass sie so genannt werden, die fordern den Kulturwandel gar nicht ein an den Hochschulen. Also dass jetzt von der Seite so ein Riesenbedarf kommt, so jetzt muss die ganze Lehre umgestellt werden auf digital, das ist gar nicht so der Fall. Martina Oster schreibt, Zusammenarbeit mit Studierenden, warum Ich nicht schreibe ein mich mal dazu. Tutorium nutzen? Tutorien können Brücken schlagen. Ja, definitiv. Also bei eTeaching.org hatten wir auch das Thema, es gibt so eine Scharniergeneration. Finde ich auch sehr spannend. Also jetzt nicht die relativ älteren Lehrenden und auch nicht die ganz jungen Studierenden, sondern vielleicht die Leute im Third Space, die so mittendrin sind und die beide Seiten vielleicht verstehen können und dann auch als ja, Übersetzer fungieren können. Wobei ich noch dazu sagen muss, ist keine Frage des Alters, ob man jetzt digitale Medien befürwortet oder nicht, oder ob man flexibel ist oder agil oder offen für diese Vorgehensweisen. Herr Kiel schreibt, ist nicht der bisherige Hochschulbetrieb schon sehr stark fahrtabhängig? Oh ja, würde ich unterschreiben. Und bietet Digitalisierung jetzt nicht die Gelegenheit, die alten Pfade zu verlassen? Ja, große Chance, jetzt Sachen in Frage zu stellen. Digitalisierung ist da so ein bisschen ein trojanisches Pferd, ist jetzt so ein Buzzword, das wird von allen benutzt, irgendwie, um modern dazustehen und im Trend zu liegen. Aber genau die alten Fragestellungen kann man da super wieder anknüpfen. Also didaktische Fragestellung, ne? Wie ist der Medieneinsatz in der Lehre? Und da ist eine gute Chance, die Pfadabhängigkeit gerade jetzt wieder so ein bisschen aufzubrechen. Ja, muss eben Druck sein. Ne? Die Pfadabhängigkeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ja Technologie, das haben ja, also auch was du beschrieben hattest, haben ja die Lehrenden an sich gar nicht so in der Hand. Ne? Also zumindest so diese Beispiele, was sich an Technologie durchsetzt und in welche Zwänge man da sozusagen, welchen Zwängen man da ausgesetzt ist. Also das fand ich nochmal so ein bisschen schwierig, also nicht pfadabhängig zu werden. Ich glaube, dass sie liegt oft nicht in der Hand der Lehrenden. Und was du auch meintest mit dieser Flexibilität, wir sind ja immer schon froh, wenn die Lehrenden inzwischen ja auch schon das ein oder andere ausprobieren. Und wenn man dann noch sagt, ihr müsst aber agil bleiben und immer wieder neue Sachen machen, das wird auch ganz schön hart, glaube ich, dass die Lehrenden dann auch diese Wechsel gar nicht mitverfolgen. Ich meine, es gibt ganz viele Lehrende, die ja auch noch gar nichts machen in der Richtung, ne? Noch wenig Interesse haben und dass man die dann überhaupt schon zu etwas bringt. Und dann bin ich ja auch schon froh, wenn das dann erstmal, ne, auch was du sagst, dass man muss es natürlich die Erfolgsquote, also man muss den Erfolg irgendwie nochmal, ist es erfolgreich, das, was die Lehrenden machen, ja oder nein, aber wenn es erfolgreich ist, fände ich es auch gut, wenn sie es ein bisschen weiterführen können und nicht, man nicht gleich sagen muss, jetzt müsst ihr aber gleich wieder was Neues machen. Diese Agilität und Flexibilität, weiß ich nicht, ob ich das so unterstützen kann, ne? Also gerade in Richtung unserer Lehrenden. Klar, also das ist auch die Gefahr der Überforderung, ganz klar. Also wenn ich bin froh, dass ich ein Tool vielleicht gerade beherrsche und schon kommt das nächste und noch eins und sage ich mal immer den neuesten Trend hinterherrennen ist auch anstrengend und dann kann das schon eine Überforderung geben. Und ich glaube auch, man wird nicht alle überzeugen können. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Also ich glaube, es gibt ja so diesen Spruch von den drei Dritteln, ne? Ein Drittel ist offen und interessiert und probiert immer die neuen Sachen aus. Das zweite Drittel, okay, die müssen überzeugt werden und das dritte Drittel, das wird man nicht gewinnen können, weil die eben unter Umständen auch gute Lehre machen mit herkömmlichen Medien. Und das ist auch voll okay so. Also um Gottes Willen, nicht jeder muss jetzt irgendwelche Tools einsetzen, wenn er davon nicht überzeugt ist. Das ist ja quasi eine Grundlage auch in der Mediendidaktik als Lehrender oder eine Binsenweisheit.
nutze nur die Medien, die du auch gerne nutzen möchtest und mit denen du dich auch wohlfühlst. Also man kann ja niemanden zwingen, sag ich mal, Clicker-Tools oder so einzusetzen, wenn das kein gutes Gefühl gibt. Von daher, ja, Flexibilität, Agilität kann auch überfordern, kann eine negative Seite haben. Jetzt haben wir noch einen Hinweis von Jürgen Sackbrook, bevor wir dann zur nächsten These übergehen. Oder eine Frage. Die Angst vor Pfadabhängigkeiten lassen Lehrende zögern, eingeschlagene Pfade anzunehmen. Wenn Schnittstellen nicht da sind, müssen bei Lernen Menschen mit Schnellaufgaben und Co. händisch kopiert werden. Wie nehme ich die Angst? Ja, meine Erfahrung ist, die Angst kann man nicht nehmen. Also die ist da. Man sollte die eher ernst nehmen und gucken, dass man die Leute begleitet. Also wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe bei der Benutzung eines Tools, dann würde ich mich einfach daneben setzen und mal zugucken. Dann merkt man eigentlich schon, wo es hakt, wo die Leute Schwierigkeit haben. Vielleicht im Design oder in der Usability. Und da mal genauer hinzugucken und dann darauf einzugehen, das wäre eine wichtige Aufgabe für den Third Space. Weil häufig, jetzt nicht immer, aber sehr häufig wird so ein Tool, sage ich mal, entwickelt und dann in die Landschaft geschmissen und die Leute müssen dann damit klarkommen und dann müssen Schulungen angeboten werden und so weiter. Da würde ich eher für eine Änderung der Reihenfolge plädieren, dass man erst vom Bedürfnis ausgeht, von den Studierenden oder eben Lehrenden, was brauchen die denn eigentlich, um eine bessere Lehre zu machen oder was wollen die haben? Und dann sind, glaube ich, auch nicht so die Ängste da, als wenn man was vorgesetzt bekommt. Wenn man quasi mitmachen durfte bei der Entwicklung neuer Tools, dann ist man viel mehr bei der Sache und hat nicht so die Angst. Okay, gut. Ich glaube, das ist jetzt für diese These, müssen wir jetzt die Diskussion stoppen und gehen zurück nochmal auf die Abfrage. Ich glaube, es ist jetzt These 1. Achso, genau, These 1 und die These 3, die wir auf alle Fälle noch behandeln Genau. möchten. Ja, du guckst ein bisschen auf die Zeit. Genau. Es ist ja schon 25 Ist Minuten. schon Ich zu habe wieder spät. zu viel geredet. Gut, dann direkt zu These 1. Digitalisierung trennt die Studierenden von ihren Hochschulen. Da geht es so ein bisschen um das, was wir auch in der Wirtschaft erleben beim Thema Digitalisierung. Also wenn ich jetzt mal den technischen Prozess betrachte, Digitalisierung ermöglicht es nämlich, Anbieter von ihren Kunden zu trennen, indem sich eine Plattform dazwischen schaltet. Ne? Das haben wir in ganz vielen Bereichen. Also das ist Einzelhandel, Kleinanzeigen, Übernachtung, Taxifahrten, sogar im Journalismus oder bei Nachrichten. Da werden Kunden von ihren Anbietern getrennt. Also teilweise ist es so, dass ich als Anbieter nur noch meine Kunden erreiche, wenn ich das mitmache und auf diese Plattform gehe. Dafür gibt es einen Begriff, der hat sich durchgesetzt, das nennt man to be Amazoned. Da kommt schon so ein bisschen durch, wer das perfektioniert hat, welcher Anbieter. Und da sind fast alle Branchen betroffen. Und die Frage ist natürlich jetzt, warum soll der Bereich Weiterbildung, Bildung oder Hochschulen, warum soll der davon nicht betroffen sein? Da gab es schon ein paar Ansätze, ganz interessant zu beobachten. Also wir alle haben die MOOC-Welle erlebt, die ist so ein bisschen vorbeigeschwappt, war auch ein Hype, aber das dahinter stehende Prinzip ist eigentlich das Spannende. Also es bilden sich Plattformen und die Hochschulen laden dort ihre Inhalte oder ihre Kurse hoch, um dann eben den Kunden zu erreichen. Eigentlich komisch, weil die Kunden sind ja eigentlich vor der Haustür, zumindest als Präsenzhochschule. Und das bedeutet aber schon was. Also wenn zum Beispiel die TU München ihre Kurse da auf solchen Portalen anbietet oder wenn sich die großen vier amerikanischen Unis zusammentun und eine Plattform ins Leben rufen. Und das sollte man beobachten, denke ich. Und was damit einhergeht, ist, der Wettbewerb kommt nicht mehr aus der eigenen Branche. Das sehen wir in der Autoindustrie. Also die Leute, die jetzt quasi Autos bauen, das sind keine klassischen Autobauer. Und deswegen der Tipp für Sie, wenn Sie auch, sag ich mal, so ein bisschen in der Strategie sind in Ihrer Hochschule, schauen Sie nicht auf Ihre Wettbewerber, sondern schauen Sie auf Ihre Kunden. Also was sind denn deren Bedürfnisse? Die Frage ist natürlich im Hochschulkontext, wer sind unsere Kunden?
kann man den Begriff überhaupt verwenden? Hatte ich eingangs schon erwähnt, ist so ein bisschen, naja, schwierig. Und wenn man es aber genau definiert, dann denke ich, kann man den verwenden. Also ich meine damit nicht zahlende Kunden, sondern Kunden im Sinne von Menschen mit Bedürfnissen und konkreten Wünschen. Und da ist es gut zu gucken als Hochschule, was habe ich eigentlich für ein Profil, wen will ich eigentlich als Studierende an meine Hochschule locken, sage ich jetzt mal so. Bin ich ein lokaler Anbieter oder will ich mich mit den großen amerikanischen Universitäten messen? Die Antwort kann ja sehr unterschiedlich sein, je nach Hochschule. Das Entscheidende ist aber, wie gut kennen wir eigentlich unsere Studierenden und deren Bedürfnisse? Wo lernen die? Lernen die eher hier? Dann brauchen wir da Angebote. Oder lernen die eher so? Dann brauchst du da auch bestimmte Lernräume, die flexibel ausgestaltet sind. Oder lernen die eher im virtuellen Raum. Auch da kann man als Hochschule so ein bisschen gucken, was habe ich denn im Portfolio, was habe ich für Angebote für die verschiedenen Lernorte. Und Sie müssen da jetzt nicht alles komplett umstellen auf Digitalisierung oder virtuelle Angebote, um Gottes Willen, sondern, also da gilt kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Also für jedes Bedürfnis von Studierenden bräuchte es ein Angebot. Und deswegen meine These oder mein Tipp, weil die Digitalisierung den Trend hat, die Studierende zu trennen von ihren Hochschulen, nutzen sie ihre eigene Plattform. Also jede Hochschule hat eine Plattform, ein LMS, da sind die Studierenden schon und dahinter lassen die auch Datenspuren. Und das ist eigentlich die große Chance in der Digitalisierung, dass man dort guckt, was machen die eigentlich auf dieser Plattform? Wo lernen die? Was klicken die an? Also da werden ja viele Daten generiert und die auszuwerten und dann neue Services anzubieten, das ist eigentlich die große Kunst. Denn sonst kann ich Ihnen schon versprechen, werden die sich anderen Angeboten zuwenden. Also es gibt ja auch Lerngruppen auf anderen Plattformen oder die großen amerikanischen Konzerne drängen sehr stark auch auf den deutschen Markt jetzt. Und da muss man als Hochschule, oder man hat eigentlich eine gute Chance, weil man hat schon LMS und man hat die Studierenden schon in dem System drin. Und das zu nutzen, wäre eigentlich super wichtig. Also, Digitalisierung, trennt die Studierenden von den Hochschulen? Ja oder nein? Was meinen Sie? Und was kann man da vielleicht tun? Jetzt kommst du, Birgit. Ja, genau. Ich stehe schon in Startlöchern. Also ich finde Trendstudierende von Hochschulen. Ich finde gerade auch, also wir jetzt als HWK, was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir Präsenzhochschule bleiben. Ne? Die sollen zu uns kommen, wir möchten auf keinen Fall irgendwie Präsenzveranstaltungen in Gänze oder einen großen Teil ersetzen. Natürlich vielleicht nur das ein oder andere, aber nur wenn es zweckmäßig ist, wenn es einen Mehrwert bietet. Ansonsten wollen wir Präsenzhochschule bleiben und ich auch, das ist ein ganz klares Ziel. Und ich glaube auch, dass das den Studierenden so geht. Also die möchten ja auch irgendwo hingehen, die wollen ihre Kommilitonen treffen. Und was das LMS angeht, da bin ich noch so ein bisschen zweifelnd, weil ich glaube, selbst wenn man das analysieren würde, die kriegen jetzt im Moment ja nur das an, was wir ihnen bieten, ja, auf dem LMS. Aber die haben natürlich noch ganz viele andere Plattformen, auf denen sie sich sowieso schon bewegen. Und Kommunikation findet auch ganz viel über WhatsApp statt, ja. Also, und das kann man natürlich relativ schwer analysieren dann. Von daher glaube ich, dass die Daten, die wir da erfassen können, nicht das ganze Spektrum sozusagen abgreifen. Ja, das stimmt. Also man kann nur die Daten auswerten, die man selber erhebt. Aber genau darum geht es, dass man möglichst die Leute in der eigenen Plattform hält. Also wenn die auf WhatsApp lernen, dann nützt das beste Angebot nicht, weil ich weiß nicht, wie das bewertet wird oder wie das angenommen wird. Also man muss ja irgendwo anfangen. Man hat ein LMS und man bietet, sagen wir mal, eine Lehrveranstaltung an oder lädt ein paar Dateien hoch, ne, die bekannte PDF-Schleuder. Und dann muss man aber anfangen zu gucken, was machen die Leute damit. Und dann eben
weitere Services anbieten. Das ist meines Erachtens die große Chance in der Digitalisierung. Man kann natürlich auch von sich selbst ausgehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein tolles Tool, das schmeißen wir mal unter die Leute und dann wundern wir uns, warum wird es nicht angenommen. Das wäre meines Erachtens sozusagen der verkehrte Weg, sondern man muss erstmal gucken, was hinterlassen die Studierenden auf der Plattform eigentlich für Spuren, sage ich mal so. Und aus den Daten dann neue Services anbieten. So haben es die großen Konzerne auch gemacht. Also ne, Facebook oder wer auch immer. Die haben ein großes Netzwerk, da tummeln sich alle und die gucken sich genau an, was machen die Leute da eigentlich? Wie kommunizieren die? Worauf klicken die? Also ne, Thema jetzt in der Hochschule, das wäre Learning Analytics. Also dass man guckt, wie wird eigentlich auf der Plattform gelernt und dann eben gucken, da spezielle Angebote anzubieten. Jetzt haben wir Denn sonst einiges. glaube ich, ja, ist genau wie du sagst, denn sonst gehen die Leute raus aus der Plattform und lernen woanders. Kann man den Leuten ja auch nicht verdenken. So, Jürgen Sackbrook schreibt, doch eher Trendstudierende von Lehrenden. Ja, auch. Also die gesamte Kommunikation ändert sich dadurch, dass sich Plattformen dazwischen etablieren. Also man kennt das zum Beispiel jetzt, sage ich mal, bei Lerngruppen oder auch, was ich auch spannend finde, Sprechzeiten. Also wer bietet denn noch Face-to-Face-Sprechzeiten an? Ist ganz selten geworden oder wird kaum noch genutzt, weil man ist schon so an diese digitale Kommunikation, sage ich mal so, schon gewohnt. Und man fordert das umgekehrt ein, so was, unser Lehrender ist nicht auf Plattform XY, ist ja schade. So. Also da denke ich schon, dass alle Kommunikation so ein bisschen getrennt wird durch die Technik. Herr Weinmann schreibt, ganz ketzerisch möchte ich jetzt mal in den Raum werfen, dass das Telefon auch nicht die Menschen trennt, sondern eher verbindet. Genau. Wunderbar. Haben wir genau die andere Position, die eben sagt, Technik verbindet die Menschen. Völlig klar, wenn man nicht am selben Ort ist, man hat dadurch die Chance zu kommunizieren, was vorher eben nicht oder nur sehr schwer möglich war. Also ich möchte auch nicht die alten Brieftauben zurück, das Telefon oder eben E-Mail und die ganze technische Kommunikation. Allein was wir hier jetzt schon machen, also Birgit sitzt an einem anderen Standort als ich und wir könnten das nicht anbieten, dieses Webinar, wenn wir die Technik nicht hätten. Herr Sackbrook, auf den Plattformen halten. Ich sehe schon das Problem, dass viele Studierende nicht einmal auf die Plattform kommen. Brauchen wir nicht mehr Zeit, um die Studierenden in den Wissenschaftsbetrieb? Ja, definitiv. Also das ist sozusagen das, was ich auch postuliere, die Zuwendung zu den Studierenden. Also wirklich das Ohr an der Zielgruppe haben, gucken, was wollen die, was brauchen die. Das wäre jetzt ein Vorschritt, bevor man die Leute in die Plattform kriegt. Herr Kiel schreibt noch, hat man bei der Weiterentwicklung von LMS eine Chance, gegen die großen Social Media Plattformen anzutreten? Spannende Frage. Also der ein oder andere kennt das vielleicht jetzt. Ich sage jetzt mal einen Anbieter, also Canvas, drängt ja jetzt extrem auf den deutschsprachigen Markt. Ich glaube, man hat eine Chance, wenn man sehr nah an der Zielgruppe ist, also an den Studierenden, die man auch bedienen möchte. Wie gesagt, ne, regionale Anbieter oder überregional. Also die TU München wird zu einer ganz anderen Entscheidung kommen als die Uni Oldenburg, völlig klar. Und da glaube ich, man hat eine Chance bei der Weiterentwicklung von LMS, wenn man sich aber stärker den Kunden, also den Studierenden und Lehrenden zuwendet. Wenn man einfach weiter seinen Stiefel macht, so wie es die letzten 10, 20 Jahre erfolgreich war, da kann ich sagen, so wird es nicht erfolgreich weitergehen. Das ist eben das Problem oder die Herausforderung in der Digitalisierung. Es ist sehr viel im Wandel, es drängen neue Anbieter auf den Markt und wenn man da, sage ich mal, auf die alten Erfolgsrezepte setzt, kann es passieren, dass man abgehängt wird. Deswegen genau auf die Bedürfnisse der Studierenden achten. Aber ich glaube auch, dass es auch ein bisschen schwierig ist, allen hinterherzulaufen, weil ich glaube, dass die Maschinerie der Hochschulen und auch die Entwicklung der LMS einfach
nicht schnell genug sind. Und wir hatten jetzt an der Hochschule ja ewig lange, machen wir was mit Facebook, ja oder nein? Dann kommt die Entscheidung, ja, dürfen wir, zack, sind die Studierenden gar nicht mehr auf Facebook, sondern sind auf Instagram. Ja, also dass diese Schnelligkeit auch gerade, das immer einzufangen, das wird schon auch schwierig. Ich glaube, dass man auch versuchen muss, die Dinge, die es sonst gibt, einfach besser zu integrieren oder einfach zu akzeptieren, dass es andere Dinge gibt, wo die sich bewegen, dass man das aber wahrnimmt, dass man das weiß und dass man versucht, das eben auch mit in die Prozesse zu integrieren. Ich glaube, alles selber zu entwickeln und selber hinterher zu hecheln, das wird ganz schön anstrengend. Genau, also die Ressourcen haben die Hochschulen gar nicht, da jedem Trend hinterher zu hecheln und dann gibt es ein neues Tool und dann will man das Gleiche auch anbieten, das schafft man nicht. Also da ist, glaube ich, eher die Lösung zu gucken, warum sind denn die Leute auf Facebook oder warum wechseln die jetzt zu Instagram? Vielleicht ist es der Trend Video oder eine gewisse kulturelle Technik, die dahinter steckt. Also ich gehe jetzt mal in Richtung so eine Selbstdarstellung oder Portfolio, solche Sachen. Also da genauer zu gucken oder vielleicht auch mal einen Prototypen zu testen bei den eigenen Studierenden und gucken, wie wird der angenommen. Ich glaube, da kann man sehr viel Licht ins Dunkel bringen, wenn man quasi die dahinterstehenden Bedürfnisse sich anguckt. Und dann muss man kein eigenes Facebook oder kein eigenes Instagram programmieren, sondern man kommt vielleicht auf eine ganz andere Lösung, die aber dann auch angenommen wird. Also da nicht jedem Trend hinterherlaufen, sondern gucken, was steckt eigentlich für ein Bedürfnis dahinter. Okay, gut, dann gehen wir jetzt noch zu einer These. Nämlich These Nummer 3. Schaffen wieder nur 3, ja, oder? Und ich habe schon, jetzt wollte ich eigentlich mal die Ergebnisse aus der Diskussion erfassen. Das habe ich schon, ich war schon so im Mitdenken, dass ich nicht mehr schreiben konnte. Ja, das können wir ja im Nachgang auch machen. Genau, also alles, was, genau. was Sie auch hier eingeben, geht nicht verloren. Es ist sowieso in der Aufzeichnung und wir können es ja im Nachhinein noch auswerten. Ich springe noch mal kurz in die Abfrage. Wir hatten... Ach, das ist ja gar nicht 3. Das ist gut, dass du da nochmal zurückgehst. 4 war das. Genau, aber die dritte in der Liste. Genau, aber These Nummer 4, richtig. Ach, siehst du, jetzt habe ich die falsche genommen, oder? Lass mich mal gucken. Ich habe 1 und 4 genommen. Trend studieren von den Hochschulen. Ja, ist ja auch richtig. Nee, doch. Alles gut. Ah, genau richtig. Okay, und jetzt? Verhindert Dialog und Feedback? Nö. Nein. Jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch. Ist Chefsache. Ist Chefsache. Ist das richtig? Ist Chefsache. Genau. Nummer 4. Ah, okay. Alles klar. Ich war ein bisschen durcheinander gekommen mit meinem Skript. Alles gut. Wir schalten um. Ich hatte gerade den Verdacht, ich hätte es schon gemacht, aber jetzt noch gar nicht. Ja, für These 4 muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber wir haben die Zeit noch. Sie erinnern sich bestimmt an die 90er Jahre. Da wurde Windows 3.0 wurde gerade veröffentlicht und eine Firma, die hieß Compaq, die war Marktführer bei PCs und auch bei Servern. Die hatten einen Marktanteil von über 50% bei Geschäftskunden. Und dann kam ein gewisser Michael Dell mit Rechnern, die waren nicht unbedingt technisch besser, die haben auch in den Tests nicht so gut abgeschnitten, aber der ist einem entscheidenden Bedürfnis nachgekommen, nämlich einen persönlichen, maßgeschneiderten PC zu bekommen. Und damit wurde er zum Weltmarktführer um die Jahrtausendwende und Compaq wurde 2002 von Hewlett-Packard übernommen und letztlich eingestampft. Und warum erzähle ich diese alte Geschichte? Weil es um die richtige Reihenfolge geht in der Digitalisierung an den Hochschulen. Sie kennen bestimmt die ein oder andere Situation in folgender Form. Die Kollegen der IT-Abteilung haben monatelang an einem bestimmten Tool oder an einer Innovation gearbeitet. Da ist viel Geld und viel Zeit und viel Liebe in etliche Programmzeilen reingeflossen. Und der Rest der Organisation, geschweige denn die Kunden, haben davon was mitbekommen, nur meistens oder wenigstens, dass am Tag X dann präsentiert wird. Dann kommt der Tag X und dann wird präsentiert, alle sind ganz gespannt, was das neue Tool kann. Und dann
Die Techies sind dann immer ganz glücklich, weil es piepst und Daten sendet. Ich übertreibe jetzt mal. Und dann ist eigentlich nur die Frage, ja, was sollen wir jetzt damit anfangen? Also wie können wir das unseren Kunden schmackhaft machen? Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber was dahinter steckt, ist eigentlich, Digitalisierung sollte nicht das sein, was technisch machbar ist. Also ganz häufig werden IT-Projekte gestartet, weil etwas technisch machbar ist. Oder man startet den ersten Schritt mit der Frage, welche bestehenden Prozesse lassen sich denn am besten digitalisieren? Oder es wird an Anwendungen festgehalten, nur weil man eben die Technik dazu hat. Und das ist so nicht so die richtige Herangehensweise meines Erachtens, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Was auch häufig vorkommt, ist, es werden so oft Änderungen an Projektplänen vorgenommen, dass das Projekt letztlich im Museum landet. Also ein wunderbares Beispiel dafür, können Sie mal googeln, ist Vasa, also dieses schwedische Kriegsschiff, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahrhundert. Der König hatte da immer wieder neue Anforderungen und dann musste das immer wieder umgebaut werden und letztlich war es dann fertig und ist, weiß nicht, 400 Meter weit gekommen und dann abgesoffen. Und das ist eigentlich so ein Paradebeispiel für misslungenes Projektmanagement, auch bei IT-Projekten. So, was will ich jetzt damit sagen? Also, digitalisieren Sie nicht um der Digitalisierung willen. Nur weil alle jetzt ein neues Tool spannend finden, müssen sie nicht hinterherrennen, sondern es geht um die richtige Reihenfolge. Digitalisierung muss vom Kunden ausgehen, nicht von der IT-Abteilung. Also erst der Kunde, dann die Organisation, dann die Mitarbeiter und dann die Technik. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf Hochschulen bezogen bedeutet das Technology follows culture. Also, was ich schon mehrmals sagte, guckt mal, was die Studierenden eigentlich wollen. Da gibt es super Sachen. Also man kann Workshops machen, man kann die mit einbeziehen in die Entwicklung. Man kann auch trennen, sage ich mal, zwischen internen Kunden und externen Kunden. Also, dass man sagt, okay, ich mache Angebote für Lehrende und Angebote für Studierende. Das muss jetzt nicht identisch sein. Aber auf keinen Fall sollte man Angebote machen ohne die jeweilige Perspektive. Also in jedem Digitalisierungsmeeting müsste eigentlich jemand drin sitzen, der konsequent die Kundenperspektive vertritt. Und das passiert meines Erachtens noch viel zu wenig an Hochschulen. Da gibt es auch ein schönes Beispiel von Amazon. Also man kann die ja verteufeln, wie man will, aber die starten eine Entwicklung eigentlich immer vom Ende her. Die machen eine Pressemitteilung und dann fangen sie an zu entwickeln. Und mit der Pressemitteilung erreichen sie eigentlich, dass sie immer das Endergebnis oder den Endnutzen für den Verbraucher im Blick behalten. Und das finde ich, ist viel zu selten an Hochschulen. Also es gibt jetzt einzelne Ansätze, zum Beispiel Hochschulforum Digitalisierung, die machen jetzt eine riesen Umfrage mit Studierenden. Was wollen die eigentlich? Was brauchen die eigentlich? Das kann man auf den Seiten finden und sich da auch beteiligen. Aber das, also wenn man so in den Alltag guckt, es wird ganz häufig einfach entwickelt, weil gerade Geld da ist und ein bestimmtes Tool nach vorne gepusht werden soll. Und das ist eigentlich die falsche Reihenfolge. Und jetzt komme ich nochmal zum Thema Chefsache. Also wie gesagt, da braucht es jemanden, der das im Blick hat. Und Digitalisierung ist deswegen auch oder erfordert auch einen anderen Führungsstil. Also eben nicht von oben diktieren, sondern Leute mit einbeziehen. Und vor allen Dingen an den Kunden denken. Und was das für einen Führungsstil erfordert, das hatte ich in einem anderen Webinar schon mal deutlich gemacht. Da kann man auch nochmal reinklicken. Jetzt gehe ich nochmal auf Martina Oster ein. Das mit der Pressemitteilung hat sie nicht verstanden. Okay, also Amazon macht das so, bevor die ein neues Produkt entwickeln, schreiben die mit eine Pressemitteilung und tun so, als wäre das Produkt schon da und in der Pressemitteilung wird ja sehr häufig der Nutzen hervorgehoben oder der Vorteil für den Kunden. Und dadurch, dass sie das einmal schriftlich fixieren, haben sie quasi immer das Ziel vor Augen und kommen dann nicht so auf Schienen, so persönliche Liebhaberei oder der eine mag das eine Tool mehr und der andere mag das andere Tool mehr, sondern es wird ganz gezielt geguckt, was ist eigentlich der Nutzen für die Zielgruppe am Ende.
Ja, das wird intern veröffentlicht, sozusagen. Also für die eigenen Leute, dass das der Ausgangspunkt ist, vom Ende her gedacht. Genau, und dann noch einmal der Hinweis von Jürgen Sackbrook, das nennen wir in der Hochschuldidaktik Constructive Alignment. Genau, da wird auch Genau. definiert, wo sollen uns, was sollen unsere Studierenden können, wie wird hinterher geprüft und was müssen wir dafür Ja. tun, damit die das dann auch Ganz genau. erfolgreich durchlaufen. Ja. Und da kann man nur sagen, mehr davon. Kann da auch gleich nochmal eingreifen, weil es Chefsache, ich finde, ja, es muss natürlich von unten kommen, aber wenn ich jetzt mal für unsere Hochschule spreche, wir machen immer ganz viel, wir bieten ganz viel an für die Lehrenden, für die Studierenden, was die nachfragen und so weiter. Und sind, denken, wir sind auch ganz gut auf dem Weg und dass auch und die, das, was wir tun, auch wirklich bedarfsorientiert ist. Auf der anderen Seite wollen wir es aber auch gerne zur Chefsache machen, das Ganze. Gerade die Digitalisierung, dass eben auch die, dass auch das, die Hochschulleitung zumindest einen Standpunkt äußert, wo soll es hingehen, ja? Was wollen wir denn eigentlich erreichen mit der Digitalisierung? Wie wollen wir uns da aufstellen? Das ist immer auch beides, denke ich. Also Chefsache ist schon auch wichtig, auch in diesem Bereich, so ist zumindest ja, meine Ja. Einschätzung. Ja, finde ich sehr nachvollziehbar. Also es braucht natürlich jemanden, der sich diesem Thema annimmt in der Hochschule. Also und das muss dann gar nicht so, also Chefsache ist jetzt nicht so gemeint, dass das diktiert wird von oben, so ihr müsst jetzt das und das Tool verwenden oder die und die Technologien müssen genommen werden, sondern jemand, der diesen Prozess moderiert, der so ein bisschen die Experten aus den einzelnen Fachabteilungen zusammenbringt und sagt, okay, wo stehen wir denn gerade? Wer hat Kontakt nach außen, sage ich jetzt mal so. Was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe? Und dann so ein bisschen eine Strategie entwickeln und eine Vision. Das ist so die Aufgabe der Führungsebene. Die können natürlich nicht die einzelnen Entscheidungen treffen, wir nehmen jetzt dieses Tool oder jenes Tool. Dafür haben sie eben ihre Fachleute. Aber dass das Thema aufgehängt ist, ist extrem wichtig. Das finde ich auch. Und es ist auch, und manchmal ist es ja auch, wie du sagst, man muss vom Bedarf ausgehen, aber manchmal ist es ja auch so, dass das Produkt, was man entwickelt, letztendlich erst den Bedarf weckt. Ne, auch da denke ich, dass man schon auch immer gucken muss, was, dass man schon auch etwas anbietet, ohne dass dann Bedarf jetzt geäußert wurde oder wo man denkt, aber man muss natürlich schon das Gefühl haben, dass es wird gebraucht. Ja, genau. Also das würde ich als Minimalvoraussetzung angeben. Also einfach etwas entwickeln, weil man es toll findet, weil man es selber toll findet, das wird nicht weit führen. Also da hilft eben agiles Vorgehen. Also schnell testen in der Praxis, ist das was oder ist das nichts? Wird das angenommen oder nicht? Kann man da weitergehen auf dem Weg oder ist das eine Sackgasse? Aber so ganz extrem von den eigenen Bedürfnissen ausgehend, hat sich noch nie als erfolgreich erwiesen. Das stimmt. Aber wenn ich zum Beispiel an Handy, ja, denke, als das erste iPhone kam, da habe ich gedacht, was soll man? Pff, nee, brauche ich nicht. Heute könnte ich mir ein Leben ohne Handy gar nicht mehr vorstellen. Ja? Also von daher ist Marketing dann manchmal, also ist natürlich auch wichtig. Ja, also im stillen Kämmerlein entwickeln und niemandem davon was erzählen, hilft auch nicht weiter, das ist klar. Also man muss raus. Die Leute müssen erfahren, was das Ding kann und was das für einen Nutzen hat. Und beim iPhone, naja gut, es gab auch andere Telefone und da waren es eigentlich die Apps. Also das, was man mit dem Ding dann machen konnte, die haben den Erfolg dann gebracht. Jetzt haben wir noch zwei Meldungen. Herr Weinmann schreibt, bestenfalls führt, ich entwickle etwas, weil es mir gefällt, zu einem Patent. Ja, im besten Falle, ja. Aber wir wollen ja im Prinzip nicht, na gut, man kann natürlich auch das Ziel haben, in der Forschung ganz weit vorne zu sein. Aber eigentlich geht es doch um den Nutzen zu stiften. Und die Lehre und das Lernen, sage ich mal, moderner zu machen und den Studierenden eine zeitgemäße Lehre zu bieten. Ja.
Herr Sackbrook schreibt noch, Veränderung braucht Zeit, in der Lehre oft mehrere Jahre. Ja, es ist einfach so, die Strukturen sind nicht so flexibel, wie, sage ich mal, im unternehmerischen Kontext. Es braucht Geduld, es braucht Ausdauer. Ja. Genau. Fällt mir auch gerade sowas wie diese Webinare, die gibt es ja auch schon seit 2000. Da fing das so an, Ende der 90er. Und es hat ganz lange gebraucht, bis sich das jetzt in den Hochschulen auch durchsetzt. Ne? Und ja, ich finde, in den letzten Jahren hat sich das tatsächlich, also in den letzten 2 Jahren habe ich das Gefühl, hat sich das enorm entwickelt, das ganze Thema, dass immer mehr Leute das für sich entdecken, aber wirklich so Ja. nach wirklich jahrelang, also obwohl die Technologie schon zur Verfügung stand. Es braucht Zeit. Ja. Es sind manchmal auch so, sage ich mal, Begriffe einfach. Also vor 10 Jahren war es E-Learning und jetzt ist es Digitalisierung. Und das ist dann häufig auch, wenn es durch die Politik aufgegriffen wird, dann kriegt es nochmal einen anderen Stellenwert auch. Und dann stürzen sich natürlich alle drauf. Also wir haben das jetzt beim Qualitätspakt Lehre gesehen, bei den ersten beiden Ausschreibungen, wie viele Projekte haben denn da was mit Digitalisierung gemacht? Das waren also unter 5%. Und jetzt ist es Thema und jetzt wird das sogar mit in die Ausschreibungskriterien mit aufgenommen. Und da, das ist ein deutliches Zeichen, dass das schon so ein bisschen in Richtung Hype geht. Aber ich finde das gar nicht schädlich. Also man kann Digitalisierung wirklich als trojanisches Pferd verwenden und dann eben über die entscheidenden Fragestellungen reden, nämlich wie kann man Qualität der Lehre verbessern. Das kann ja auch nicht digital sein. Also Herr Weinmann schreibt es auch. Also Lehre moderner machen heißt nicht alles auf digital umstellen, nur weil es geht, um Gottes Willen. Also das macht die Lehre nicht zwingend besser, sondern genau gucken. Was ist das Bedürfnis? Was brauchen die Studierenden? Was brauchen die Lehrenden? Man kann denen einfach über die Schulter gucken und sagen oder einfach beobachten und sagen, oh Mensch, das ist aber umständlich. Teilweise äußern sie es ja auch selber. Und da eben pfiffige Lösungen zu finden, das kann digital sein, das kann auch nicht digital sein. Das ist eigentlich moderne Lehre in Zeiten der Digitalisierung. So. Ja, ich glaube, jetzt ist es auch schon zu weit fortgeschritten, um noch eine These zu bearbeiten. Das heißt, wir haben wieder 3 geschafft, Peter. Eine magische Nee, vier. Haben wir Zahl. nicht vier geschafft? Nein, wir haben 3 geschafft. Wir sind zwar bei These 4, wir haben 3 geschafft. Genau. Okay, schade. Da müssen wir nochmal eine Fortsetzung machen, bis wir alle durch haben. Ja. Nee, das wird ja auf YouTube veröffentlicht. Vielleicht können Sie ja dort einen Kommentar hinterlassen, ob Sie noch eine Fortsetzung wünschen. Oder ob wir was an dem Format ändern sollen, schreiben Sie da gerne mal Feedback rein. Das würde uns sehr interessieren. Apropos Feedback, ich gehe jetzt mal zurück auf die Begrüßungsseite. Und ach so, nee, Moment, ich muss hier auf die Verabschiedungsseite. Moment, da ist nämlich der Link eingeblendet, auch zur Evaluation, weil Rückmeldung ist ein gutes Stichwort, dass wir jetzt weitermachen. Jetzt muss ich eben nochmal mit meiner Kamera, die friert so leicht ein hier an diesem Rechner, wo ich bin. Da muss ich das eben nochmal neu starten. Na, hilft nicht, doch hilft. Genau, also erstmal herzlichen Dank, lieber Peter. Es war wieder sehr unterhaltsam und sehr, ich fand, man konnte super folgen. Konnte mich natürlich auch einbringen und meine Fragen stellen. Das war auch schön. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, zum Thema Digitalisierung oder weiteren Austausch wünschen oder andere Prozesse oder Kommunikationsstrukturen initiieren möchten, das sind die Hochschulen hier, wo Sie das eQuilt-Team auch antreffen. Und wir haben immer ein offenes Ohr. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ist genau unser Thema. Dann freuen wir uns über Rückmeldung. Bitte evaluieren Sie das Webinar und da können Sie auch, Sie müssen nicht auf YouTube gehen, sondern können auch hier Rückmeldung geben. Klicken Sie auf den Link, das sollte funktionieren. Das Kennwort für die Evaluation ist eQuilt. Wir freuen uns über sämtliche Rückmeldungen, neue Ideen oder was Sie immer auch uns gerne mitteilen würden. Ja, damit ist das Webinar für heute mit dem Ausblick, dass noch auf das nächste Webinar, da haben wir auch eine Fortsetzung von Doris Meissner zum Thema Online und Achtsam sein. Da wird sie wieder weitere Online-
Achtsamkeitsübung vorstellen und dass wir das mal gemeinsam auch ausprobieren können, ob das denn funktioniert, online und achtsam sein. Damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie wieder teilnehmen und einschalten beim nächsten Webinar. Und damit sind wir am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören.